Willkommen zum Maßtheorie Teil 5. Heute geht es um messbare Abbildungen. Beginnen wir auch direkt mit der Definition. Also, was verstehen wir unter einer messbaren Abbildung? Die Abbildung, die ich jetzt F nennen möchte, findet natürlich zwischen zwei Mengen statt, also Omega 1, Omega 2. Und dieses Omega 1 und Omega 2 sollen jeweils eine Sigma-Algebra tragen. Die nenne ich mal passend A1 und A2. Das bedeutet, wir haben hier sogenannte messbare Räume vorliegen. Also eine Menge ausgerüstet mit einer Menge von Teilmengen. Und die soll eine sogenannte Sigma-Algebra sein. Das wissen wir schon, das ist das, was wir brauchen, um sinnvoll ein Maß zu definieren. Aber wohlgemerkt, hier für den Begriff einer messbaren Abbildung benötigen wir noch kein Maß. Erstmal nur die messbaren Räume. Nun nennen wir diese Abbildung F hier messbar, beziehungsweise man soll es vielleicht genauer formulieren, im Sinne von messbar bezüglich dieser Sigma-Algebren. Meistens sollte aber klar sein, welche Sigma-Algebren hier jeweils betrachtet werden. Und dann können wir ganz kurz von messbar sprechen. Manche sprechen auch von A1, A2 messbar. Ja, dann wird das hier nach vorne gezogen und in den Begriff selbst. Aber die Frage bleibt natürlich, was bedeutet nun, eine Abbildung messbar zu nennen? Und das ist nun ganz einfach zu formulieren über die Urbilder. Das heißt, wir nehmen uns die Urbilder von Mengen aus Omega 2, deswegen nenne ich sie einfach mal A2, und die sollen wieder in der Sigma-Algebra A1 liegen. Und zwar für alle beliebigen Mengen aus der Sigma-Algebra A2. Erstmal scheint das ja ein sinnvoller Begriff zu sein, da die Abbildung F in der Art die zwei Sigma-Algebren in gewisser Weise in Verbindung setzt. Ja, also wenn wir Urbilder bilden in der Sigma-Algebra auf Omega 2, ja, erhalten wir auch wieder Elemente in der Sigma-Algebra auf Omega 1. Es stellt sich natürlich die Frage, warum brauchen wir das überhaupt und warum brauchen wir es gerade für die Urbilder selbst? Das erklärt sich aber ganz gut, wenn wir uns nochmal daran erinnern, wie wir vielleicht ein Integral definieren wollen, beziehungsweise warum wir überhaupt diese Maßtheorie aufziehen. Vielleicht schauen wir uns erstmal kurz eine Funktion an, die den folgenden Graphen hat. Und wenn wir uns nun hier den Wert 1 hinsetzen, ja, dann sollte das Integral dieser Funktion ja gerade irgendwie das Volumen von dieser Menge hier unten sein. Ja, also wenn wir uns das hier als ein Integral vorstellen, ja, die Frage ist, was ist das Volumen, was wir hier messen für den Wert 1? Oder anders gesagt, ja, das Urbild von der Funktion an der Stelle 1. So, das messen wir mit einem Maß. Ja, also was auch immer auf der x-Achse jetzt ist, das ist jetzt irgendein Maßraum Omega mit einer Sigma-Algebra und einem Maß μ. Ja, ich schreibe es mal kurz so hin. Ja, und da haben wir einfach mal R mit der borelschen Sigma-Algebra. Gut, das ist also das, was wir letztendlich messen wollen. Das Urbild der Funktion, ja, von mir aus jetzt hier an der Stelle 1. Kann natürlich auch ein anderer Wert sein. Aber das möchten wir auf jeden Fall messen können. Gut, und das, was wir benötigen, ist natürlich, wenn wir hier ein Maß auf der Sigma-Algebra haben, dann brauchen wir auch, dass das hier selbst in der Sigma-Algebra liegt. Und zwar in der Sigma-Algebra auf Omega. Ja, das ist genau das, was die Messbarkeit uns bringt. Ja, die sagt, alle messbaren Mengen von der y-Achse hier landen auch wieder in messbaren Mengen. Und demnach können wir diese auch messen mit dem Maß auf der Sigma-Algebra. Das bringt uns auch direkt schon zu folgenden Beispielen von messbaren Mengen. Nehmen wir uns also irgendeinen messbaren Raum Omega mit einer Sigma-Algebra A her und R mit der borelschen Sigma-Algebra. Die haben wir ja schon mal eingeführt. Und nun kann man die übliche charakteristische Funktion definieren. Üblicherweise wird die einfach mit diesem Chi benannt. So, Chi mit dem Index einer Menge a. Und nun ist die Abbildung oder die Funktion folgendermaßen gegeben, Omega nach r, wobei alles auf die 0 geschickt wird, außer die Elemente, die in a liegen. Das heißt, ich sage hier 1, wenn t in der Menge a liegt und 0, wenn t eben nicht in a liegt. Oder ganz einfach, kurz gesagt, sonst. Das bedeutet nun,
für alle messbaren Mengen a, ja, das heißt, die liegen in der Sigma-Algebra a, ist auch die charakteristische Funktion chi von a messbar. Das ist also eine messbare Abbildung. Wie kann man das sehen? Wir können uns ja einfach die Urbilder mal anschauen. Das bedeutet, ich schreibe mal hin, chi a hoch minus 1 von der 1. Ja, wir könnten natürlich auch eine andere Menge einsetzen, aber offensichtlich, ja, die hat nur zwei Werte, diese Funktion. Also schauen wir uns einfach mal nur die zwei Werte an. Alle anderen können wir ja kombinieren. Ergeben ja die gleichen Mengen. Ja, also alles, was auf die 1 geschickt hat, kommt von a. Also ist das Urbild von der 1 gerade a. Eine messbare Menge liegt also in a. Und der andere Wert wäre die 0. Ja, die 0 bringt uns natürlich auf den ganzen Rest. Oder anders gesagt, auf das Komplement von a. Und wenn a in der Sigma-Algebra liegt, dann liegt auch das Komplement in der Sigma-Algebra. Also wir erhalten hier zwei Elemente in der Sigma-Algebra, also in a. Und das liegt auch in a. Wohlgemerkt, weil wir eine messbare Menge gewählt haben. Das ist also schon mal ganz wichtig, auch im Hinblick auf das Integral selbst. Ja, das bedeutet auf das Bild hier. Ja, charakteristische Funktionen sollten wir leicht integrieren können im Sinne von dieser Maßmessung. Ja, das werde ich im nächsten Video auf jeden Fall nochmal detailliert machen. Aber erstmal sind charakteristische Funktionen typische Beispiele für messbare Abbildungen. Nun als zweites Beispiel. Nun habe ich drei messbare Räume vorgegeben und demnach können wir uns auch Kompositionen von Abbildungen anschauen. Also ich zeige es jetzt einfach mal ganz kurz hier auf. Das bedeutet, wir haben hier eine Abbildung von Omega 1 nach Omega 2 und hier eine Abbildung von Omega 2 nach Omega 3. Und demnach können wir auch die Komposition bilden. Das heißt, eine Abbildung von Omega 1 direkt nach Omega 3. Und das ist, was man üblicherweise als G-Kringel F oder G nach F bezeichnet. Nun ist die Aussage, wenn wir zwei messbare Abbildungen haben, ja, mit den jeweiligen Sigma-Algebren, dann ist auch die Komposition wieder eine messbare Abbildung. Oder anders gesagt, FG messbar, daraus folgt, dass G-Kringel F ebenso messbar ist. Das ist ja in der Tat ganz leicht zu sehen, wenn wir uns einfach nochmal das Urbild hinschreiben für irgendeine Menge aus der Sigma-Algebra A3. Ja, von G nach F. Ja, dann können wir uns einfach schrittweise können wir zurückgehen. Das heißt, das ist das Urbild von F hoch minus 1 und G hoch minus 1 von diesem A3. Nach der Messbarkeit von G wissen wir aber, das liegt in der Sigma-Algebra A2. Und nach der Messbarkeit von F wissen wir dann auch, dass das Komplette hier in der Sigma-Algebra A1 liegt. Oder anders gesagt, für ein beliebiges messbares A3 landen wir immer in der Sigma-Algebra A1. Ja, demnach ist auch die Komposition hier messbar. Nun zum Abschluss vielleicht noch eine ganz wichtige Info. Wenn wir uns Funktionen anschauen, also Abbildungen, die von einem beliebigen messbaren Raum Omega mit Sigma-Algebra A also in die reellen Zahlen mit der borelschen Sigma-Algebra gehen. Ja, die habe ich ja immer so aufgeschrieben. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine Funktion, dadurch, dass wir Zahlenwerte herausbekommen. Also wir haben eine Abbildung von Omega nach R. Wenn wir uns nun zwei Funktionen hernehmen, also G und F, und beide messbar sind, dann können wir Kombinationen aus den zwei Funktionen bilden und die sind ebenso wieder messbar. Zum Beispiel F plus G oder F minus G sind wieder messbare Abbildungen. Ebenso auch das Produkt, ja, F mal G. Wir können natürlich Funktionen multiplizieren, dadurch, dass wir eine Multiplikation hier auf den reellen Zahlen haben. Also auch wieder im Wertebereich multiplizieren. Das ergibt uns eine Funktion f mal g. Und auch die ist wieder messbar, wenn die zwei ursprünglichen Funktionen messbar waren. Und ebenso ganz wichtig, wenn wir den Betrag der Funktion bilden, ja, das heißt die negativen Werte auch positiv machen, dann ist auch die wieder messbar. Auch andere Kombinationen sind möglich und wichtig und führen auch wieder auf messbare Abbildungen. Aber darauf werde ich im nächsten Video genauer darauf eingehen. Jetzt hoffe ich erstmal, dass der Begriff
der messbaren Abbildung soweit erstmal klar ist. Und darauf können wir dann im nächsten Video aufbauen, wenn wir dann uns langsam dem Integralbegriff nähern. Oder genauer gesagt, dem Lebesgue-Integral. Dann bis zum nächsten Mal.